Hallo Leute, mein Name ist Marty Girl und heute zeige ich euch natürlich wieder eine weitere Figur und zwar eine von Rey Mysterio. So, und das hier ist die Figur. Wir haben hier also Rey Mysterio mit schwarz-weißen Klamotten und natürlich auch noch ein bisschen Gelb dazwischen. Wir haben hier eine schwarze Maske mit gelben Außenlinien auf dem weißen Design. Diese Maske hätte ich echt gerne in echt, denn wir haben hier hinten auch die ganze Maske offen, was mir sehr gut gefällt. Also wenn ihr diese Maske mal irgendwo findet, dann auf jeden Fall für mich kaufen und mir schicken oder mir einen Link schicken oder keine Ahnung, die will ich haben. Dazu haben wir natürlich alle Tattoos, die Rey Mysterio zu diesem Zeitpunkt hatte. Er wrestelt ja jetzt immer mit einem T-Shirt. Ich weiß nicht, ob er mehrere Tattoos jetzt noch dazu bekommen hat. Das kann ich euch nicht wirklich sagen. Wir haben hier also diese geschwungenen Adler, mehr oder weniger Tattoos. Wir haben die Kette mit dem Kreuz. Wir haben natürlich üblich Mexican auf dem Bauch. Und hier dann Armsleeves, so heißen die Dinger, das sind schwarze Armsleeves mit 619 Logo. Hier auf der Seite haben wir auch noch sein Rey Mysterio Logo, auf der anderen Seite auch nochmal ein kleines Stern-Tattoo, mehr oder weniger. Und auf der anderen Seite auch der Armsleeve mit 619 Aufschrift. Wir haben hier weiße Handschuhe dazu, dann natürlich das Design auf der Hose hier auch, wie im Prinzip seine Tattoos hier mit diesem Adler. Dieses Design hat er auf seiner Maske. Und wir haben hier auch noch 619 stehen, schwarze Boots, schwarze Hose. Am Rand haben wir hier auch noch so einen gelben Blitz mit schwarzen Außenlinien und halt so einen weißen Strich. Das Outfit gefällt mir eigentlich relativ gut. Es ist schlicht, es ist einfach, aber es ist cool. Und ja, dann haben wir natürlich seinen Rücken zugehackt. Das darf natürlich nicht fehlen, ist aber auf jeder Rey Mysterio Figur gleich. Das Ganze ist hier die Basic-Ausgabe der Figur und eine meiner vielen Rey Mysterio Figuren. Ich mag den Typen einfach, auch wenn er jetzt nicht mehr so viel machen kann. Aber hilft ja nichts. Rey Mysterio finde ich sehr cool. Das war's auch schon. Ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, was ihr von Rey Mysterio und von dieser Figur haltet. Schreibt mir einfach mal alles unten rein, was euch einfällt dazu. Und dann hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Wenn so ist, gebt mir einfach mal einen Daumen hoch. Abonniert mich doch hier drüben, ganz einfach, um alle meine Videos sehen zu können. Hier drüben findet ihr jetzt noch weitere Links zu Facebook. Außerdem gibt es noch in der Videobeschreibung Links zu Instagram sagt man ja heutzutage, und Twitch. Ich zocke zwar nicht viel, aber das bisschen, was ich zocke, streame ich eigentlich auch. Also wenn ihr Langeweile habt, könnt ihr mich da auch abonnieren. Ich weiß nicht, wie das da heißt. Vielleicht heißt Folgen oder keine Ahnung. Und unter mir findet ihr jetzt noch weitere Videos, die ihr natürlich nicht verpassen solltet. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und haut rein. Ciao.